Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich muss jetzt noch ein bisschen hinter der Kamera stehen bleiben. Es ist so schön. Ich habe gerade gesagt, es ist so schön. Dann fragt Jenny Tim. Sag ich nein. Stadtbild. Ah, sieht da echt geil aus. Also nicht der Tim, das Stadtbild. Kannst du mal die Hände von den Glötzen nehmen? Danke. Es ist kalt. So. Also, wir sind heute am Naturteich. Wie heißt der? Ich habe es gerade fünfmal gesagt. Wie heißt der? Kamiyashi. Und der? Shimiyashi. Also, alles falsch. Das ist Kamiyasu und das ist Shimoyasu. Ja? Shimo. Wie hast du Shimoyasu? Bei Kojima aus seinem Genuschel raushören können, dass es so heißt? Ohne Witz, der Block läuft keine 30 Sekunden und wird schon wieder anstrengend. So, hier sind Elterntiere drin, dafür sind hier Elterntiere drin. Die werden heute abgefischt, kommen heute alle dreijährig zurück. Und hier wird irgendwann im Dezember abgefischt. Ist wieder einer von, also wie gesagt, ich war hier noch nie, die sind seit Jahren im Betrieb. Normalerweise werden die Elterntiere erst im Dezember abgefischt. Allerdings nur die benötigt werden. Nicht benötigt werden. Die benötigt werden, kommen erst im April zurück. Ja? Die will man möglichst lange draußen lassen. Das ist gut für die Hypophyse. Und wenn die Hypophyse gut ist, ist auch das Zuchtergebnis gut. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Also jetzt Elterntiere bei 20 Grad durchzufüttern, dass die auch vielleicht gar nicht den Laich abbauen. Das könnte passieren, den alten. Das wäre sicherlich nicht förderlich. Und darum lässt man die schön kalt überwintern. Im Frühjahr dann raus und dann haben die Mädels mal richtig Lust. Das kann ich Ihnen versprechen. So. Ich finde es hier richtig romantisch. Tim filmt nachher mal. Da vorne geht es ungelogen so einen Berg runter. Ja, wir müssen also mit dem, wo neben dem Auto steht, müssen wir mit dem kleinen Truck in diesen runden Kübeln, den Tim da einen kaputt gemacht hat, müssen wir nachher da runterfahren. Das ist echt nicht ohne und ist auch nicht ungefährlich. Also bitte nicht auf dem Truck drauf sitzen. Wir hatten früher den Naturteich Kavado, da war das ähnlich und da war es manchmal um Haaresbreite, dass irgendjemand was passiert. Apropos jemand was passiert, Makoto kam gerade und hat gesagt, passt hier bitte auf, es ist ein bisschen rutschig, ja? Also nicht, dass euch da hinten seid. Ach ja, okay. Ja, da hat er sich letztes Jahr nämlich wirklich richtig einen Haxen gebrochen. Der ist ausgerutscht und dann ist er mit dem Fuß abgeknickt und dann ist da irgend so ein Knochen. Frank hat gerade an sich runtergeguckt. So ohne Witz, ich habe das erzählt. Und Frank guckt so an sich runter. So. Hat sich schon mal überlegt, wie das Bein mit Gips aussieht. Was macht er jetzt zu mir? Sag mal. Das ist ein Bayern-Fan, darf man nicht immer alles ernst nehmen. Nee, der hat sich wirklich übelst ins Bein gebrochen und hat dann monatelang so einen Gips gehabt, so dann so rumgelaufen. Aber wir passen auf, dass nichts passiert. Ich mag diese Naturteich. Nimm halt jetzt die Kamera auf die Hand, jetzt ist die Herbststimmung hier vorbei. Ja, was ich noch erzählen wollte, wo es da so den Berg runter geht. Ich bin gerade mit Makoto so hochgelaufen, so ganz gemütlich. Plötzlich rennt Tim an uns vorbei und ich sage zu Makoto, das schafft er nicht bis ganz oben. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ist gesprintet wie ein Hase und plötzlich 30 Meter vor oben. Nein, ich habe... Da ist er stehen geblieben jetzt, und ist nicht mehr weitergerannt. Du verdrehst und hat dann irgendwelche fadenscheinige Ausreden. Ja, da hätte ich jemand oben was gemerkt. Gerufen. Es hat niemand was gerufen. Ich habe also, oben gemerkt, dass wir keine Hose dabei haben. Sei einfach ruhig. Also, hier, die Jungs haben sich hinterm LKW versteckt. Interessiert die gerade auch null. Zeig mal die Fische. Den Teich. Na, nenn mal, kann dazu kommen. Kune. Shimoyasu mo. Kyonen, oder? Ah. So. Also die werden erst seit letztem Jahr genutzt. Ich habe gedacht, das ist schon länger, aber ich verwechsel das, glaube ich. Übrigens, Kamiyasu und Shimoyasu, das hört sich irgendwie an wie die Speisekarte von einem Toriniku-Restaurant. Aber ich finde es hier richtig romantisch. Ach, Sanju Happiki, ne? Oi! Sanju Happiki? Nichikyu. Also ich habe gesagt, es sind 38, drin Chris-san behauptet 29. Und was glauben Sie, wer recht hat? Christian. Ganz sicher sogar. Ist so. Und hier hinten, das ist der Makoto-Gedächtnisplatz. Also er ist hier ausgerutscht, ist dann runtergefallen, dann vor, zack und runter ins Wasser. Nicht. Nee, er hat gesagt, er ist nur da vorne am Eck, ist er irgendwie abgerutscht und hat sich einen Haxen gebrochen. Könntest du das nochmal machen, die Bewegung? Das hört sich so unspektakulär an. Das, was wir dann im Blog erzählen, ist was ganz anderes. Das sieht auch sehr romantisch aus. Du bist heute voll auf einem Romantiktrip.
Liegt an dir. Mhm. Seit Tim seine Freundin hier ist, ist der auch ganz anders. Ach Gott. Wir fragen nicht nach, woran es liegt. Nö, das tun wir nicht. Wir sind ja auch nicht blöd. Ups. Noch ein Koi aufgespießt. Nein, nein, nichts passiert. Also hier hat es auch wieder Bären, Schlangen, alles mögliche. Letztens hatten wir einen Taxifahrer, der war Jäger früher, der war schon 78, war aber richtig geil drauf. Und der hat uns erzählt, dass es hier richtig, richtig viele Bären gibt. Als er noch Jäger war, aktiv, hat er über 100 Bären in, so in der Gegend Hiroshima geschossen. Und dann sagt er, die Wildschweine, Inoshishi sind noch sehr gefährlich. Schlangen, die Mamushi, sagt er, gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich kenne das Tier nicht, was er gesagt hat. Da gibt es irgendein kleines Tier, was, das, was die Mamushi frisst. Ja? Und darum ist die Anzahl deutlich zurückgegangen. Dann haben wir noch Suzumebachi, das ist die Riesenhornisse. So groß, die hört man schon. Nein, die ist wirklich so groß, wenn die ausgewachsen ist. Das müssen wir mal googeln. Suzumebachi, die macht auch nicht wirklich Spaß. Dann Yamakagashi. Und da haben mir die Japaner erzählt, dass die nicht so gefährlich sei, weil sie nicht so aggressiv sei. Der Jäger hat was ganz anderes gesagt. Und wenn ich ihnen jetzt erzähle, dass die auch im Kalten rauskommen, im Gegensatz zu Mamushi, dann verschwindet der Tim innerhalb von 30 Sekunden im Auto. So, ich habe mir schon gedacht, auf dem Weg her, das ist alles so prädestiniert für diese Schlangen. Da musst du jetzt da hinten in das Unterholz, wo die Sonne ja drauf scheint. Gute komm, Nacht. Da gehen wir jetzt mal hin, da blocken wir ein bisschen. Komm, Tim, komm, oh, wir suchen eine. Ist dein Ernst? Asukuni ano mamushi aru ne? Iru ne? Kono tokoro. Doko demo. Wir waren übrigens mal, der letzte Naturteich, wenn der Wetter ist wie heute, sehen wir ganz viele Schlangen. Da haben die auch so einen Platz gehabt. So eine Kiritate, ne? Eine Hebiga, Taksan, wie machst du da? Also auch Hongo, da hat es überall. Und Kirita, genau da, wo wir stehen, so 2 Meter davon, haben wir mal richtig viele Schlangen gehabt und gezeigt. Ja, das ist ja schön. Jetzt kommen wir mit hin, wir gehen Schlangen suchen. Hi, Sarewa, ano, mitsukeru koto ga dekiru? Ano Hebiga, Asoko? Hi. Inai. Nein, gerade nicht. Schade. Das wäre jetzt ein Spaß gewesen. Ha? Also, er sagt, Schlangen gibt es gerade keine. Jetzt sind gerade eher die Bären da. Also, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ja, also, gerade vorher ist das große Objektiv aus dem Auto gefallen. Unglücklicherweise. Und jetzt hat es hier so das äußere Teil verdrückt. Ja, das ist nicht scharf. Kameさん、このレンズいくら？いくら？30万くらい。30万。だって30万か35万高いっすね。 Wollte jetzt einen Schraubenzieher nehmen. Und Akimoto hat jetzt gesagt, er repariert das mit dem Hammer und dem Schraubenzieher. Hammer. Er hätte eher Chirurg werden sollen. Ohne Witz, wir werden wahrscheinlich jetzt werden. Also es ging gerade auch ganz schwer auf die Kamera drauf. Ich bin froh, dass es Christian nicht macht, weil der wird zum Draht umwickeln. Chodoi. Vorher ging das kaum drauf. Arigato gozaimasu. Jetzt ist es wieder, haben Sie gehört, wie Tim das Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ima shashin no torimasu. Daijoubu. Tadun. Ano, shindoude kara naka ga koware tokoro desu. Ima kara zenbu no hito to koe mo ano makatori. Sind alle koyen Menschen drum. Läuft wieder. Wow. Daibu makatteru. Immer Otafuku. Ah, Mike. Oder? Man sieht, ein Hammer und ein Schraubenzieher, ein bisschen Wildnis, ein MacGyver und zum Glück kein Draht. Das war heute eine größere Herausforderung. Die Jungs haben sich erstmal hier hinten versucht, in den Teich herabzulassen. Wir haben den Weg hier rumgenommen. Und Martin hat sich hier auch platziert, also hier ist echt schwierig reinzukommen. Und wie man bei Abekun sieht, ziemlich tief. Auch Makoto steht. Oh.
steht hier richtig tief drin. Und jetzt ziehen wir gerade das Netz zusammen. Quasi noch schon fast alle hier, aber noch im recht tiefen Wasser. Und dann sind wir gleich dabei, wenn die Koi zusammengezogen sind. Und dann bin ich mal selber gespannt, wie es hier hochgeht zu dem LKW. Und von dort dann, wie gesagt, über den Berg hoch und runter zu den großen anderen beiden Trucks. Also der Schlamm heute ist wirklich sehr, sehr tief. Und hier hinten, das ist der Abdruck von mir. Mich hat es da nämlich reingenommen. Ich hatte wirklich Glück, 5 cm weiter runter und dann wäre ich voll mit Schlamm in der Hose. Und alle haben sich natürlich gefreut, dass mir das passiert ist. So, jetzt sieht man so langsam auch einige Koi. Oh, cooler Hiyazuri. Also alles dreijährige, zukünftige Elterntiere. Und das ist auch eine ganz besondere Farbe vom Schlamm, wenn man nicht so sonderlich viel sieht. Christian bereitet da oben schon was vor. Ich bin jetzt echt gespannt, wie man die Keuche rauskriegt. Aber das wird sich zeigen. Cooler. Da ist Ochiba. Der Kleine hat gerade einen Spaß gemacht, weil mein ganzer Rücken wegen dem hier, die ganze Rückseite wegen dem hier braun ist. Hat er gemeint, dass ich wieder Durchfall hätte. Sehr witzig. Nicht. Aber er hatte genauso damit zu kämpfen. Wir können darüber lachen. Mittlerweile wieder. So, es geht los. Als erstes ein Kindschover. Und die gehen, ich denke mal, einzeln diese provisorische Treppe da hinten hoch. Ach, ein geiler Kumanrio. Das ist ein Deutsch-Kinshova. Boah, super Deutsch. Das ist wirklich ein Deutsch, der gar keine Seiten oder an Höhe der Rückenflosse Beschuppung hat. So was habe ich wirklich auch selten gesehen. Meistens sieht man immer wieder vereinzelt noch ein paar, aber das ist ja noch von der Farbe her wie eine Khaki. Echt cool. Auch ein Deutsch. Kinshova Hesenischki. Also ich bewundere wirklich die Jungs hier im Wasser. Die Hose hilft, aber es macht trotzdem mega kalt. Das ist ein Deutsch Metallic Ochiba. Ist es kalt? Nein. Ich habe gesagt, es ist kalt. Ja, dann stelle ich mal hier rein. Und da oben geht's hoch in die Bowl und dann den Weg nach oben, den zeigen wir zum Schluss, weil da komme ich jetzt nur unschwer nach oben. Also schwer nach oben, nicht unschwer. So, mach nochmal. Deutsch Kinshova. Ist noch ein Chauzuri. Hinten ein richtig cooler Koyo. Das kommt als nächstes. Hiyazuri. Ist auch wieder geplant, in den nächsten Jahren zu züchten.
sehr geil. Gerade kam ein Deutz, also einfach aus der Koakulinie, aber wiederum mit Karashigai. Oh, sehr, sehr geiler. Sehr, sehr geiler Koyo. Und den konnten sie, oder der wird als Elterntier eingesetzt, um ihn dann wiederum für mögliche andere Deutz-Varietäten und ja, alles andere noch, wo man Deutz mit reinbringen möchte und insbesondere natürlich das Karashi-Blut, da kann man die verwenden. Also gerade auch hier Deutz-Koyo, Deutz-Kohaku, Deutz-Kinshova, nur einige da zu nennen. Also auch da wieder viele Wege führen nach Rom. Das ist auch richtig geil. Also das habe ich wirklich noch nicht so häufig gesehen, die Super Deutz. Auch wieder wie vor der Orangi Karashi. Auch hier wieder gar keine Beschuppung. Man sieht sie an der Seite. An der Seitenlinie auch Zero. Gar keine kleinen Schuppen. Das sieht einfach richtig cool aus. Boah. Come on, Rio. Da bin ich sehr gespannt, was die Jungs in den nächsten Jahren zaubern. Martin hat eine Wette mit Akimoto am Laufen, dass sie... Oh, jetzt wäre ich fast wieder reingefallen. Martin schreit von oben. Auf jeden Fall, was die da in den nächsten Jahren an Come on, Rio produzieren. Das wird auch sehr, sehr geil. Die Elterntiere sind schon mal vorhanden und es gilt jetzt nur noch mal abzuwarten, bis sie größer werden. Und dann können auch mit denen noch gezüchtet werden. Auch hier geiler Kinshova. Kutschaku. Als nächstes ein Bini Kikokurio. Also die Menge an Elterntieren von den verschiedenen Varietäten, was Kunishi züchten kann, ist echt gigantisch. Man hat wirklich so gut wie alle Elterntiere, womit man dann wiederum so gut wie alle verschiedenen Varietäten züchten kann. Das ist einfach das wirkliche Gut von so einer Käufern, dass man einfach auch, sag ich mal, in den hinteren Reihen, das sind ja zukünftige Elterntiere, dass man da immer neue und genug frisches Blut hat, um das bestehende Blut aufzufrischen, um neue Blutlinien aufzubauen. Das ist schon einfach geil, was man da auch investiert. Also wenn ich über die Farm laufe, ist es einfach gigantisch zu sehen, was für Becken an Elterntieren da sind. Sehr geiler Showa. Also mir wird es jetzt langsam kalt. Ich bin durchgefroren bis zum Po. Das ist ein Chaozuri. Gerade noch ein bisschen die dunklen Steine ein bisschen aufgehellt. Wir hatten neulich auch in dem Blog nach dem Abfischen einen Chaozuri, glaube ich, gezeigt. Und der hat, also wenn ich mich recht erinnere, und der hatte kurz nach dem Abfischen so gut wie kein Cha von einem Chaozuri. Die Zeichen war vollständig weg, sah aus wie ein Chagoi. Und nachdem er eine halbe, dreiviertel Stunde im Becken war, hat man wieder richtig den Kontrast gesehen. Das ist auch gigantisch, was sich da wieder die Veränderung ist. Auch sehr geiler Deutz Ochiba. Ist auch nochmal ein Deutz Chaozuri. Da ist der Naturteich und hier geht es den Berg hoch. Weiß nicht, kommt es auf der Kamera rüber? Ja. Und wir laufen jetzt mal nach da oben. Ich mache aber kurz aus.
Ja, mein lautes Atmen brauchen Sie nicht hören. So, fast ganz oben. Und weil es ja nicht reicht, geht es hier auf der anderen Seite auch wieder runter. Und zwar dort. Das ist so abartig steil. Ist wirklich schwierig rüber zu kriegen. Und da unten stehen jetzt die beiden anderen Trucks. Von wo aus dann die Koi umgeladen werden. Und jetzt warten wir mal hier oben, bis die hier wieder hochfahren. Da unten sieht man den Truck. Sie haben alles abgeladen. Und jetzt geht es hier wieder hoch. Halten wir doch glatt mal drauf. Im ersten Moment oder in der ersten Runde war es, ist er ziemlich schnell hochgefahren, weil er fast nicht hochgekommen ist. Also er dreht jetzt auch schon durch. Aber Christian mit all seiner Erfahrung das ist der Grund, warum sie langsamer hochfahren. Die Jungs müssen sich echt festhalten. Da geht es schon ordentlich runter. Und vor allem, was ich gerade sagen wollte mit den Koi, da muss man dann besonders langsam machen, dass da dann natürlich nichts passiert. Der LKW ist wieder geparkt oder wird gerade geparkt und dann geht es auch wieder weiter. Mache ich mich jetzt wieder auf den Weg nach unten und den zweiten Teil, wobei ich bleibe jetzt hier mal oben und dann schauen wir uns die Koi hier oben an. Und da ist Koi. Oh. Habt ihr gelacht? Ich wollte hier gerade einen Schritt reinmachen und aus dem kleinen Schritt wurde der Schritt, dass ich mit den ganzen Beinen drin stehe und stecke. So, als nächstes kommt ein Deutz Otschiba, also Entschuldigung für die Backelei, das war der Schritt, der hier ins Böse geendet hat. Also Sie können sich das echt nicht vorstellen, die verschiedenen Schlammarten. Am einen Teich geht man ca. 20-30 cm rein und ist eigentlich soweit ganz sicher unterwegs. Hier ist es ganz heimtückisch, da hinten zinkt man auf einmal 70. Was ich sagen wollte ist, kleine Schildkröte, dass sie wirklich unterschiedlich sind. Beim einen ist man wirklich entspannt unterwegs und hier ist es wirklich heimtückisch. Man steht hier auf einmal ein Dreiviertelmeter drin an der Seite. Es ist recht fest vom Schlamm. Boah. Schauen Sie sich mal seinen Gesichtsausdruck an. Boah, das ist die besagte Schildkröte, die wirklich riecht wie Gras. Und hat aber noch irgendwie so einen modrigen Beigeschmack. Boah, hier riecht gerade alles danach. Nicht sonderlich appetitlich. Diese Nischki. Ist das ein Deutz-Koaku? Wir sind, wir sind Kikusui.
Watanambiki. Noch 8 Stück. Die sie gerade suchen. Also arg viel weiter kannst du deine Zigarette auch nicht mehr rauchen. Oder rumkauen. Noch mal ein Beniki Kokurio. Noch mal. Das ist jetzt ein Deutz-Koaku. Ein Ginrin-Sanke, auch sehr geil, haben wir im Sommer bereits die Selektion gesehen. Auch da qualitativ sehr, sehr geil von der Zeichnung. Bisschen zu schwer, aber das spielt bekanntlich bei den Elterntieren keine Rolle. Als Platinum. Karashichi heiteru? Also in dem Platinum war kein Karashi-Blut mit drin. Kommt aus der Metallic Ochiba-Linie. Ist hier wirklich eine Überraschungspackung, was da immer als nächstes kommt. Ein Kinshova. So, wir sind so gut wie durch. Wir beenden an der Stelle. Wir schauen uns gleich nochmal ganz kurz an, wie sie mit dem Truck dann nach oben fahren. Und dann den gesamten Ablauf hier gesehen zu haben, weil der ist wirklich spektakulär, wie sie da wegfahren. Also ich bin hier unten gerade und wir sind eigentlich fertig gewesen, haben aber dann gemerkt, dass wir noch einen Koi haben, der gefehlt hat. Wir haben das Netz heute schon zum zweiten Mal zusammengezogen und einen weiteren gefunden. Leider habe ich dadurch auch die Abschlusssequenz oben verpasst. Deswegen hat Jenny gerade die Kamera in der Hand, um noch kurz den Abspann zu drehen. Es ist arschkalt, ich bin jetzt wirklich fertig und durch, aber wir müssen noch einmal durchziehen vermutlich. Machen Sie es gut und bis die Tage.